Ich bin Angler. Und heute ist es Zeit, Fische zu fangen. Warte mal, eigentlich sind wir in dem Spiel sogar der Fisch. Und wir müssen keine Fische fangen, sondern wir müssen entkommen. Läuft ungefähr auf dasselbe hinaus. Leute, heute zocken wir mal wieder I Am Fish. Lasst doch gerne ein Like und ein Abo da. Es ist nur ein Klick. Ich warte auch. Danke. Und wir sind in Level 3 angekommen. Das letzte Mal wurden wir von diesem In der letzten Folge wurden wir ja von diesen komischen Kindern entführt. Ja, die haben uns entführt. Wir waren ja eigentlich schon im Meer drinne. Und dann ziehen die uns tatsächlich da raus und sperren uns auf ihren Dachboden. Aber keine Sorge, auch da sind wir entkommen und wir sind letztendlich in diesem Teich gelandet. Und wahrscheinlich soll ich jetzt in dieses kleine Löchlein rein. Ob das so eine gute Idee ist, ich bin mir da nicht sicher. Oh, nice. Das hat mein Fisch doch niemals überlebt. Ich wurde gerade wirklich einfach auf ein Dach geschleudert. Und wir können die Regenrinne perfekt lang schwimmen. Können wir hier rüberspringen? Oh mein Gott. Ich glaube, das... Oh nein. Was ein Zufall. Jetzt bin ich mit dem anderen Goldfisch gefangen. Der andere Goldfisch sieht ziemlich doof aus. Keine Sorge, mein Freund. Ich rette uns beide. Falls der überhaupt gerettet werden möchte, kann ich da rein? Die Tür ist nur so leicht angelehnt. Das wirkt so. Oh, ich kann da rein. Ich hoffe, es ist niemand zu Hause. Wer stellt seinen Stuhl so auf? Opa ist wahrscheinlich vor 20 Jahren beim Kippeln gestorben und seitdem wollen die Küche unverändert lassen. Okay. Finde ich ziemlich krank, muss ich ganz ehrlich sagen. Oh, das Gute ist, niemand ist zu Hause. Ich bezweifle, dass wir durch die Tür durchkommen. Es funktioniert. Bra, wirklich? Also da wohnt auf jeden Fall keine schwarze Familie, weil schwarze Familien schließen ab. Da wohnt bestimmt irgendeine reiche weiße Familie, die in einer weißen Nachbarschaft wohnt, wo sowieso nichts passiert. Oh, wir sollen jetzt hier rüber balancieren. Es ist schwer mit dem anderen Fisch, weil der schwimmt in eine andere Richtung als ich. Bitte konzentrier dich. Ich will unser beider Leben retten. Oh nein! Ah! Das war knapp. Wir haben es hinbekommen. Und wahrscheinlich sollen wir jetzt hier auch noch rüber. Ganz langsam. Perfekt, Dovi. Und jetzt noch hier durch die Mitte. Hör auf, weiter zu schwimmen. Ganz. Ja. Ich mag den anderen Fisch nicht. Wir nennen ihn einfach Dovi. Jetzt hier rüber balancieren. Wenn wir runterfallen auf die Steine, ist unser Glas auf jeden Fall kaputt. Und dann sind wir tot. Und du willst auch nicht sterben, Dovi. Nein, Dovi. Ich hasse dich so sehr. Ich gebe dir die Schuld an meinem Tod. Was soll ich jetzt noch tun? Ich kann mich noch irgendwie frei bewegen. Oh, jetzt respawn ich. Du bist gestorben. Danke, Dovi. Hör zu. Bleib einfach in der Mitte des Glases und tu am besten gar nichts. Oh mein Gott, ich muss echt dagegen steuern. Das ist brutal. Und der Fisch ist größer als ich. Easy. Über die Brücke müssen wir auch noch rüberkommen. Nein, Dovi, hör auf. Mann! Der versucht uns doch umzubringen, der ist so dumm! Ich kann diesen Fisch nicht leiden. Komm schon, wir haben es gleich geschafft. Nein, nein, nein. Alles ist gut. Das war knapp. Und da vorne ist ein Checkpoint. Komm schon, den holen wir uns so schnell wie wir können. Müssen wir jetzt über die Straße rüber? Oh, Fahrerflucht oder so? Wieso fährst du einfach weiter? Okay, das tat wahrscheinlich weh. Wir müssen schnell rüber. Dovi, komm mit mir. Oh nein, da kommt noch Gegenverkehr. Wir müssen uns beeilen. Bitte sei schnell genug. Oh. Ja, das war definitiv nicht schnell genug. Da kommen zwei Autos hintereinander. Das kriegen wir hin diesmal. Perfekt. Wir sind so gut in der Zeit. Die Straße haben wir beide lebendig überquert. Ich bin so stolz auf uns. Oh nein, kann das Glas hier an der Seite kaputt gehen? Ich glaube nicht. Das ist schon mal gut. Oh, wir sollen die Treppe runter. Ich weiß ja nicht, ob das die beste Idee ist, aber ich tue es. Mit dir zusammen, Dovi. Zu zweit kommen wir die Treppe runter. Oh, da hinten ist ein Wassersprudel. Verdammt, wir werden extrem schnell. Meiner Meinung nach schon ein bisschen zu schnell. Oh Gott, das wird Glück, ob wir über die Straße kommen oder nicht. Bitte, das funktioniert schon. Perfekt. Oh mein Gott. Wir haben es geschafft und Dovi ist frei. Der ist jetzt in irgendeinem Teich. Der wird noch keine Woche überleben. Wir haben den umgebracht. Und jetzt müssen wir gucken, wohin müssen wir? Können wir hier vielleicht in irgendeinen Wassersprudel wieder reingehen? Oh, da ist ja was. Dovi, willst du vielleicht mit mir kommen? Vergess es, bleib einfach hier. Ich will dich gar nicht dabei haben. Oh, wohin kommen wir jetzt? Verdammt, das ist schnell. Das war's.
Wir haben das Ding nur geöffnet. Okay, da müssen wir nochmal durchschwimmen. Dann werden wir jetzt vielleicht rauskatapultiert, weil wir das Ding davor geöffnet haben. Also das hat ja gar nichts gebracht. Oh, es gibt mehrere Eingänge. Wir brauchen einen anderen. So funktioniert das also. Okay. Hier durch. Lass das bitte den richtigen sein. Ich muss durch das Mittelteil durch. Das war auch falsch. Den hier haben wir noch nicht genutzt. Es kann doch nicht sein, dass es der letzte Eingang ist, den wir nutzen. Oh nein, der hier ist auch falsch. Okay, ich bin verwirrt. Sind die vielleicht alle falsch? Oder haben wir den schon genutzt? Nein, der sieht richtig aus. Oh mein Gott, Perp. Autsch. War das so geplant, weil... Ich glaube, ich sterbe. Oder nein. Ich kann in das Glas rein. Ganz langsam. Wir haben es geschafft. Und mit dem Glas können wir jetzt durch die Menschenmenge rollen. So funktioniert das also. Ich verstehe. Oh, hallo. Gute Frau. Ich kann das Glas kaum lenken. Wohin sollen wir denn? Oh, tritt jetzt bitte... Bra, die Treppe hoch können wir auf jeden Fall nicht. Wir könnten da lang. Und irgendwie sieht das sogar richtig aus. Wir probieren es einfach mal. Slowly. Bitte tritt nicht gegen mein Glas. Hör doch mal auf, du hast keinen Respekt vor Fischen. Fish Life Matter. Das Problem ist halt echt, dieses Ding zu steuern. Hier müssen wir es ein bisschen drehen. So. Und einfach durchrollen. Egal, ob wir das Ding kurz tackeln. Weil das richtet uns in die falsche Richtung. Mist. Ich hoffe, das hier ist wenigstens der richtige Weg. Oh, da hinten ist ein Speicherpunkt. Okay. Das ist der richtige Weg. Okay, das war gut. Das ist gut so. Alles ist smooth. Ich bin smooth criminal. Wir sind relativ weit oben. Ich habe Angst. Und jetzt hier ein bisschen drehen. So. Oh mein Gott. Das ist das Hauptlevel, die Brücke. Wer denkt sich so einen Kack überhaupt aus? Und drehen. Drehen das Glas. Komm schon. Dreh das Glas. Ja, das war's für mich. Oh mein Gott. Autsch. Das hat wehgetan. Ist die Brücke wirklich so lang? Ich vermisse mein Glas mit Dovi. Mit dem war das sogar einfacher, als dieses doofe Gurkenglas hier rüber zu manövrieren. Komm, hier lang. Alles gut. Perfekt. Gibt es hier irgendwie einen Checkpoint oder so? Oh mein Gott. Komm schon durch. So. Drehen. Drehen. Oh mein Gott, ich habe keinen Bock auf diese Brücke. Die ist ja voll ätzend. Nein, nein. Das war... Okay, alles gut. Alles gut. Woher soll man denn sowas wissen, dass sowas passiert? Wir drehen das Glas. Es rollt. Oh nein, was ist denn das für eine Brücke? Was ist denn das für eine doofe Brücke? Hier fallen Sachen runter. Soll ich geradeaus? Nein, nein, das macht keinen Sinn. Ich muss da lang. Diese Brücke ist doch ein verdammtes Sicherheitsrisiko. Nein, nicht da lang. Oh mein Gott, nein, 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 nicht da lang, habe ich gesagt. Ich glaube, das hier ist der unlustigste Teil im ganzen Spiel. Mach das mit diesem Glas hier gar nicht. Das ist ja so eine Fummelarbeit. Oh mein Gott. Sehr schön, hier rüber. Perfekt. Und jetzt wieder drehen und drehen. Geradeaus. Komm vorbei. Und drehen. Ja, drehen. Oh Gott. Was? Was? Ist das Spiel gerade abgestürzt? Oh nein. Oh, wir kommen früher von dieser Brücke runter. Das ist das Erfreulichste, was ich jemals gesehen habe. Wir haben das Level geschafft. Ich dachte, wir müssen noch über die ganze verdammte Brücke rüber. So ist das auf jeden Fall besser. 24 Minuten haben wir für das Level gebraucht. 2 Sterne. Ist zwar relativ wenig, aber im Endeffekt sind wir im Meer angekommen. Hat der Fisch das jetzt nicht geschafft? Der wird jetzt nicht nochmal rausgefischt, oder? Wir sind im Meer angekommen. Oh, was ist das? Das sind die anderen Fische, die man spielen kann, oder? Wieso ist denn der jetzt traurig? Huh? Er blendet einen Menschen und... und das freut ihn? Der Kleine ist ein Psychopath. Definitiv ein Psychopath. Oh. Okay, was auch immer das bedeutet, entwickelst du dich gleich zu Garados? Das haben wir geschafft und jetzt haben wir andere Fische, die wir spielen können. Zum Beispiel ein Piranha, ein Kugelfisch und ein was für, was auch immer du bist, Fisch. Aber Leute, ich für meinen Teil beende jetzt hier die Folge. Ich bedanke mich soweit fürs Zuschauen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Wenn ihr mehr von dem Spiel sehen wollt, dann schreibt Hashtag Fisch in die Kommentare. Lasst ein Like und ein Abo da. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin, bye bye.